Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Nioh 2. Wir sind aktuell noch in der ersten Zwielichtmission, die wir mal freigeschaltet haben. Und ich mache jetzt das, was ich letzte Folge eigentlich schon machen wollte, ein bisschen sinnvoller, nämlich diesen hier, den einen Typen da oben, zu erledigen. Und mit ein bisschen Glück können wir jetzt hier jeden Einzelnen anlocken. Jetzt sollten nämlich die kommen. Oh nein, oh nein, oh, ich bin am Arsch, oder? Oh nein, ich bin... Oh, ich dachte, ich bin tot. Ich bin so sicher tot. Ich weiß nicht warum, aber den Garki habe ich irgendwie immer ein bisschen Angst, deren Wuchtkonter auszunutzen. Oh, schon wieder ein Garki-Seelenkern. Die sind immer so nutzlos. Aber hier sind einige Rückkehrer. Und ich spiele nicht... Oh, nice. Und ich spiele nicht online, was bedeutet... Die, Oh, nehmen wir mal hier dieses Sake. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Das heißt, die sind tatsächlich Developer-Phantome. Also Rückkehrer. Phantome sind ja mehr in Dark Souls. Kräutermedizin. Ich glaube, das war echt gut, dieses Sake zu tauschen. Erstmal möchte ich aber kurz schauen, dass hier niemand mehr ist. Damit ich hier einigermaßen ungestört kämpfen kann. Schade. Diese Fähigkeit gefühlt ist hier... Oh ja. Man muss sie nur beim Feuer bekämpfen und schon. Sonst sind sie... Hä? Ich wollte gerade sagen, warum konnte ich den noch nicht... Wahrscheinlich, weil es nicht so schnell hintereinander... Oh shit. Das kann ich auch. Bei dem hat das irgendwie nicht so viel Damage gemacht, weil er geblockt hat. Nehme ich jetzt mal an. Und tschüss. Zack. Deswegen liebe ich die Gläfe. Allein wegen dieser Todesanimation ist sie schon voll worth. Okay, ich weiß nicht, gegen welchen Gegner ich den jetzt am besten verwenden soll. Ist so mein Problem. Weil den einfach zu nehmen und keinen Gegner dafür, den zu haben, ist, glaube ich, so ein bisschen dumm. Oh, ich weiß schon, welchen Gegner... Oh, lalalala, okay, damit habe ich nicht... Oh, wir brennen immer noch. Ich habe nicht damit gerechnet, dass genau hinter der Abbiegung Feuer ist. Hä? Ach, Moment, der war hin... Ich dachte jetzt ernsthaft kurz, Moment, wo war denn der? Ich dachte, der war in dem Haus drin. Aber der war hinter dem Haus drin. Hinter dem Haus drinnen, ist auch super. Oh nein, hier ist... Okay, gut, egal. Hier ist Yokai Reich. Ich dachte, hier wäre... Das ist schlecht. Okay, komm mal bitte hier ein bisschen hin, wo der Typ mich nicht mehr treffen kann. Oh ja, ins Feuer! Oh, der war echt derjenige fürs Yokai-Reich. Ich dachte, der hat uns eigentlich nach draußen jetzt gefolgt. Aber ich glaube, das war gerade so weit. Weil letztes Mal, als... Also letztes Mal, vorletztes Mal?
keine Ahnung, vor ein paar Malen, als wir die Naga, die Schlangenfrau, rausgebracht haben aus dem Gebiet. Da... Da war es ja so, dass wir... dass die dann zurückgesetzt ist. Und ich glaube, ich habe jetzt erst wirklich verstanden, wie die Gaki transformieren, dass Amrita, was eigentlich mir gehören sollte, geht zu denen, wenn die näher sind, und dadurch leveln die ab quasi. Ähnlich wie ich. Interessant. Okay, hier ist das. Ja. Ich glaube, ich gehe zuerst nach unten. Wobei den Short... Wobei nach unten gehen ist mit dem Shortcut eh blöd. Schau schon mal. Scheint aktuell nichts allzu Gefährliches hier zu sein. Ah ja, da oben ist auf der anderen Seite das. Genau. Okay, ja. Voll gut. Komm her. Nice. Jetzt müssen wir den gar nicht mehr wirklich finishen. Wir können ihn auch gar nicht, weil er im Feuer steht. Jetzt kommen wir zwar an seine Items nicht ran, aber hey. Ja, wie gesagt, die Gaki, wenn die einen nicht in ihrer Dreier-Kombo locken, sind die eh relativ easy. Oh, da hat es sich aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich weil ich zu lange gewartet habe für den dritten Input, mit seinem letzten Schlag ein bisschen zu sehr Zeit gelassen. Ja, ja, Yukiri-Sachen all the way. Okay, und... Hier müssten wir, weil da vorne ist ja da, hier müssten wir eigentlich hier drüben einfach rauskommen. Ah nee, jetzt sind wir da, stimmt. Ich dachte, wir kommen... Ich dachte, wir kommen woanders raus, nämlich... Ich dachte, wir kommen dort drüben in dem Haus raus, aber... Wie gibt das aber perspektivisch einen Sinn? Gefühlt gar nicht, aber... Oh! Das war der Falsche! Ich wollte eigentlich den hier machen. Oh, Mann, 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 Mann! Das ist das Problem, wenn du in, wenn du für die Dreier-Kombo schon dreimal schnell getippt hast, dann macht er auch die Dreier-Kombo, auch wenn der Gegner gerade den Wutanfall hat. Aber genauso ist es halt auch umgekehrt, wenn man zu langsam... Oh nein, stimmt. Ich hasse diese Gegner. Und jetzt müssen wir wieder den da oben. Sehr gut. Nein! Oh, Moment! Wisst ihr, was wir jetzt machen? Oh, ich dachte... Oh, das war jetzt nicht so gut. Ich wollte ehrlich gesagt was anderes machen. Oh doch! Nee, geht noch. Geht nicht mehr, oder? Okay, das ist schon gar nicht. Okay. Ich wollte ehrlich gesagt mit der Feuerbombe deren Rückenteile explodieren lassen, aber da waren die schon zerstört.
Und vorher wollte ich mit dem Lundenschloss das Fass zerstören, aber ich glaube, das Lundenschloss reicht dafür nicht. Und die Kiste haben wir nicht aufgemacht? Oder habe ich da was rausgelooten vergessen? Ne, wir haben die einfach nicht aufgemacht. Sicher, dass wir die nicht aufgemacht haben? Ich habe meine Zweifel. Oh, aber jetzt können wir die Katze wieder verwenden. Okay, die Katze ist nicht wiederverwertbar. Oder wiederverwendbar. Oh nein, aber es... Um da hochzukommen, muss ich jetzt hier die Typen wieder killen. Oder? Es ergibt perspektivisch keinen Sinn. Oder? So, jetzt schauen wir mal, dass wir den wieder so geil killen mit dem Feuer wie gerade. Genau, diese Attacke ist die gefährlichste von denen. Die Dreier-Kombo. Und ich glaube übrigens, dass Yokai jedweder Form nicht gebacksteppt werden können. Ich bild mir ein, das war auch im Neo 1 so, aber das ist zu lang her und so ein Detail, an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber hier dieser passive Health-Bonus. Jetzt will ich aber schauen. Ah ja, doch, es funktioniert. Der killt dir auch instant. Das ist gut zu wissen. Nummer sicher. Okay, das war jetzt nicht so gut. Genau so. Ich weiß nicht, warum ich mich gerade vorhin so dumm angestellt habe bei dem. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir aber noch nicht zum... Oh, Fächer. Jetzt kommen wir aber noch nicht zum Shortcut, bilde ich mir ein. Nicht die Gebetsperlen, die haben den Kodama-Gespür und mir Magiekraft. Nee. Genau darüber kommen wir nämlich zum Shortcut. Hier kommen wir nur dahin, wo wir von unten auch hinkommen, also... sagte er und fiel irrtümlich in das Scheißloch. Ah, es hat ein bisschen mehr wehgetan, als ich gehofft habe. Aber okay. Ich will jetzt ehrlich gesagt heute zum Boss kommen, aber... es schaut so aus, als würden wir tatsächlich noch einen Part für die Zwielichtmission hier brauchen. Splitterbombe, okay. Oh ja, nee, hier ist... oh, hier war ein Shortcut. Auch wenn der nicht... wobei doch. Jetzt kommen wir direkt hier rüber. Also der ist schon ein bisschen short, der Cut. Alles klar. Okay, hier ist das eigentlich nur so ein Rundgang oben rum. Aber das heißt, das Hauptteil müssen wir jetzt hier runterführen. Also hier rüber. Nicht runter. Oh! Wunderbar, und zwei mit einem Streich. Ich liebe es. Okay, gut, dass hier unten keiner war. Ich habe nicht geplant, runterzuspringen, sage ich ganz offen und ehrlich.
Bitte sei kein Schlangenmensch. Ah, noch fast schlimmer. Dammit. Oh shit. Oh shit! Jetzt habe ich mir zu lange Zeit gelassen. Und da, sehr schön. Das war gefühlt mein bester Kampf gegen den bis jetzt. Du bist eine Mimik. Alter, wie lange wir schon keine Mimik mehr gehabt haben, ist unglaublich. Wir hatten eine bis jetzt. Gefühlt war in New 1 jede dritte Kiste eine Mimik. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so übertrieben. Ab einem gewissen Punkt waren wirklich viele Kisten Mimics. Vielleicht nicht jede dritte, aber jede zweite kann ich mir schon vorstellen. Als Meister der Katzenleser? Ah ja, apropos. Nee. Ich will immer, mach immer hier den Fall. Das kann man blocken? Oder hat der einfach nur Lähmungsresistenz zum Schweinefüttern? Kann sein, dass er einfach nur krasse Lähmungsresistenz hat. Wir haben keine Punkte zum Vergeben. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Ah ja, ernsthaft von dort hinten? Ja, sicher. Muss ich mich verarschen? Okay, da ich nicht weiß, was da unten auf mich lauert, werde ich mal nicht einfach runterspringen. Wehe, der hittet mich jetzt da durch. Durch den Boden. Genau. Einmal durchs Feuer, immer durchs Feuer. Jetzt kriegen wir seine Pfeile und so nicht. Das gefällt mir schon wieder nicht, was da unten auf mich wartet. Aber theoretisch... reicht nicht. Okay. Das war es vielleicht sogar wert, muss ich sagen, weil... Das ist meine Frage, wo ist der Typ da unten? Keine Ahnung. Das war ein bisschen nah zum Feuer. Alter, hier brennt es wirklich überall und das ist echt, echt sehr hell, sage ich mal. Oh, hier ist eine Katze, aber wie gesagt, wir schauen erstmal, welcher Gegner für die Katze. Wahrscheinlich in dem großen Haus kurz vor dem Shortcut. Obwohl ich echt glaube, ich hole mir zuerst den Shortcut. Weil die Gegner waren nicht so einfach wie im ersten Durchspielen, die immer wieder kommen. Alter. Okay, hier ist einfacher zu entkommen. Wobei. Nice. Oh nein. Okay. Hab sein Gear gerettet. Einen Moment. Ach so, das ist hier eine Holzpalisade. Es hat aus der anderen Perspektive ausgeschaut wie eine Kiste, die ich vergessen habe zu zerstören.
Wir haben 6 Heilung, aber hier zu sterben wäre halt ärgerlich as fuck. Wir holen uns trotzdem die Katze. Auch wenn ich glaube, ich werde durchrennen, wenn es irgendwelche krassen Gegner hier auf dem Weg gibt. Hier ist noch eine Katze. Kann ich 2 Katzen haben? Alter, ich habe eine Katzenarmee! Oh, was für ein Gegner kommt jetzt? Oh ja, oh nein, das ist ein Bait. Hä? Man kann schon sagen. Bewohner. Nee. Ich hol mir den Shortcut und wir gehen instant weiter. Wenn wir die Katzen haben, will ich sie auch ausnutzen. Gegen den fucking Hypnotra! Ich dachte nicht, dass der einen dritten Angriff machen kann auf einmal. Ich meine, er hat schon dritte Angriffe gemacht, aber aus irgendwelchen Gründen habe ich mir gedacht, okay, nach dem zweiten ist es jetzt vorbei. Ich kann mich jetzt mehr auf den Soldaten neben ihm konzentrieren. Und dadurch, dass der Soldat... Jetzt haben wir auch keine zweite Katze mehr. Wir hatten ganz kurz die Chance, eine kleine Katzenarmee aufzubauen. Und haben es instant geschafft zu failen. Okay, da oben ist keiner. Gerade noch genug. Ich wollte ihn nicht wegkommen lassen. Oh ja, Moment, wutentbrannter Drache, da haben wir schon einige wiedergefunden. Volle Vertrautheit 242. Nee, das ist sicher nicht besser. Das ist auch nicht besser. Auch nicht besser. Alter, das ist eine... Das ist eine Ding... Der Ding-Mission, eine Special... Mission und wir kriegen hier nur Sachen, die schlechter sind. Ki-Regeneration erhöhen, Gegner besiegen. Das ist eh das, was wir haben. Das sind alle schlechter. Alle, aber deutlich. Also entweder ich hatte schon mit meiner aktuellen Ausrüstung richtig Luck oder hier ist einfach nur alles scheiße. Kann beides sein. Oh, die Nadel haben wir ihm, glaube ich, noch nicht gegeben. Glaube ich, oder? Weil er gibt dann fast immer eine Lampignon-Blumenfrucht, aber... Ich weiß trotzdem, bin trotzdem nicht schlauer. Okay, also das ist genau der Grund, warum ich sicher nicht mit einem Hammer spiele oder mit einer Axt. Weil ich genau weiß, dass es mir wie den Typen regelmäßig ergehen wird. Und zwar sehr regelmäßig. Oh, ja. Moment, ich würde ganz gerne mit denen snacken. Und dann bekämpfen wir dich hier vorne. Oh nein. Ja! Au. Moment, ist der noch am Leben? Ich wollte gerade schon sagen. Genau das hat mich gerade vorhin richtig gefickt.
Oh ja, und jetzt einfach draufbrezeln wie ein Wahnsinniger. Er ist nicht umgefallen, aber er ist trotzdem gestorben. Also im Endeffekt ist er umgefallen. Ich glaube, der hat ein bisschen eine bessere Waffe als wir. Es sah aus wie so ein riesiges Kanonenrohr. Du bist nicht noch ein Ippendatrei. Oh, du bist einer mit einer Axt. Der mit der Axt ist neu, glaube ich. Er hat auf jeden Fall ein anderes Moveset. Aber im Endeffekt sind das doch nur meine Liebsten. Weil die... Oh, Dämonenohren. Haben wir davon überhaupt schon eins bekommen? Ich glaube nicht. Schon wieder wutentbrannter Drache, was aber schlechter ist. Ein paar Wassermulette, okay. Ah, hier ist diesmal kein Ding. Oh, und ist... Es gibt hier auch wieder eine Wand. Also ich glaube, außer Gegner... Außer Gegner haben die hier bei der Zwielichtmission. Außer Gegnern haben die nichts geändert. Wenn mich nicht alles täuscht. Oyokiri Panzerhandschuhe. Vielleicht haben die geilere Effekte. 31 zu, also 12,3%. Wir haben etwas Besseres, aber etwas weniger Autoregeneration. Aber drei mehr Zähigkeit, Amrita-Bilanz, Blitzschuss, unbegrenztes Ninjutsu. Ah, ich glaube, unsere aktuellen sind zumindest gleichwertig. Und da weiß ich zumindest, was ich dran bin. Und schon wieder Yokiri-Helm. 32 und 11% genau. Gegen 36 und 11,3%. Zähigkeit 1, erlittener Schaden, Hinterhalt. Schutz gegen andere Reiche, ja. Aber es sind halt vier mehr und... Ja, ich nehme den neuen. Ich nehme den neuen, weil wir jetzt in dem Moment hier Schutz gegen andere Reiche boosten. Und Anima. Und gleich als nächstes auch Anima. Oft ist es aber echt so, das unterste oder das oberste oder was auch immer, hintereinander kommen einfach geile Sachen bei rum. Hm. Meins. Mir gefällt es nicht, dass hier das ganze Haus ein dunkles Reich ist. Hilft auch nicht, dass die Tür offen ist. Oder der Ofen nicht brennt. Oh, wetten wir, weil der Ofen nicht brennt, dass... Wetten wir, dass der dann unten ist. Wetten wir, dass der unten ist, der Yokai, der für das dunkle Reich hier verantwortlich ist. Ich habe das Gefühl. Das ist jetzt meins, was auch... Ein paar Pfeile, wow. Okay, es gibt nur einen Weg. Und dieser wird kein leichter sein. Ah, ne, es gibt... Oh nein. Oh nein, ich bin... Ich werde... Ha! Wo kommt der denn her? Okay, wie wäre es, wenn du hier runterkommst? Oh, ich bin... bisschen viel auf einmal! Ja genau, du warst nicht mal der, der dafür verantwortlich ist hier fürs Dunkle Reich.
am Arsch! Okay, ne, wetten wir, der ist unten. Ich habe sehr das Gefühl, dass der da unten ist. Aber hier ist eh offen. Ich meine, wir kommen hier rum darüber. Oder halt alternativ jetzt schon zum Boss. Aber das will ich halt auch nicht. Weil ich nehme schon an, es hat seinen Sinn, dass wir hier noch einiges erkunden können. Oh nein, wir haben einen... Wir haben einen... Und die Katze ist verschwunden. Wir haben einen tatsächlich... Hinterhalt ausgeführt. Also man muss relativ nahe sein. So, wir bekämpfen... wir sollten zuerst den hier wegmachen. Grün? Grün ist wieder rot, oder? Gott sei Dank war das richtig. Ich habe gerade echt kurz gedacht, das war's nicht. So, dann baden wir nochmal ganz kurz und... Ja, wir werden es heute echt nicht schaffen. Das Problem ist, ich muss heute wieder zum Schrein zurück, zum Ende der Folge. Weil ich nach der heutigen Folge eine Aufnahmepause mache. Hä? Bewohner, okay. Oh, das ist der Ippendatra-Hammer in Aktion. Holy moly. Also. Na? Moment, war hier nicht noch ein zweiter? Genau, ich wollte schon sagen. Ich habe doch aus irgendeinem Grund zuerst... Oh, da draußen ist auch noch einer. Leck mich. Wie viele Ippendatra-Hammer habt ihr, bitte? Ho. Okay, das ist nicht ohne. Aber immerhin für den hier draußen. Erstens, wir haben noch einen Schutzgeist, den wir verwenden können. Obwohl ich den jetzt aktuell sogar eher aufheben würde für... Den würde ich aktuell... Ha! Wie schnell hat sich denn der wieder erholt? Bitte? Oh ja, seht übrigens, 15 und 30 oder 50 sind jetzt tatsächlich die Stecken. Die Fähigkeiten, beziehungsweise die Fähigkeit. Und was ist hier oben? Hier war schon eine Hauptmission, so ein geschissener Enki placed hier oben. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass hier irgendwas ist, was nicht so scheiße ist. Vor allen Dingen nicht so blöd platziert. Ja, aber Tatsache. Ich weiß, ich hätte die beide... Oh, der lebt noch! Das habe ich ein bisschen spät. Realisiert.
Aber hier ist... Hier stimmt, hier ist kein Shortcut, sondern hier ist... Okay. Ich glaube übrigens, bei euch ist das mal wieder so ein bisschen... Weil ich hab's gerade in dem Moment gesehen, auf der Vorschau gesehen. Ich glaube, für euch ist hier das Reich nicht so knallrot wie für mich. Weil für mich schaut es hier ehrlich gesagt so aus, als wäre das, was wir uns jetzt anschauen, fast ausschließlich wirklich kräftig rot. Und bei euch sieht es mehr so wie leicht mit einem rötlichen Teint aus. Hallo? Wo kann ich... Hä? Hä? Ich wollte gerade schon... Alter, was ist das für ein komischer Engel, an dem ich den machen muss? Na gut. Okay, hier... Ja, das war ja klar. Bitte kein... Oh ne, hier können wir den Shortcut aufmachen. Machen zuerst den Shortcut auf. Wir laufen! Die können... Ah ja, scheiße, die können uns unterbrechen! Stopp! Okay, jetzt schnell, während er am Boden liegt. Shortcut! Haha! Verarscht! Oh, japanische Schere. Das hört sich nach einem Anhänger an. Ist es ein Anhänger? Ja, ist es. Ninjutsu. Ja, okay. Jetzt nicht ganz meins, aber... Und da ist der Ofen. Aber es schaut auch nicht so aus, als wäre der im Ofen drinnen. Ich weiß halt echt nicht aktuell, wo der Typ ist, der verantwortlich ist für die Yokai-Aura, die hier so gigantisch alles einnimmt. Wupp. Boah, Erbstück-Kuras. Bisschen Punkte hier. Oh, beide. Anima haben wir hier gesagt. Und hier... Na, Gesundheit, sagen wir. Aki, ja, er ist eh gut. So, und jetzt... Last but not least für diese Folge. Und er brennt. Sehr gut ist. Okay, jetzt haben... Wobei doch, wir können uns seinen Scheiß holen. Sein Seelenkern nur schwierig. Oh nein, 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 ins Feuer. Oma Mori oder sowas. Erlittener Schaden, Animaladung kritisch, Schutz gegen andere Reiche. Hört sich echt gut an. Ist zwar eins schlechter. Oh, aber Amrita-Balkenladung und Animaladung unversehrt. Ich glaube, da sind wir mit unserem aktuellen Ding schon echt gut dabei. Ja, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge, weswegen ich noch hier zu... lassen. Wollte gerade sagen, den nehmen wir noch mit. Okay. Ganz simpel und nebenbei. Ah ja. Ja, also wie gesagt, die Zwielichtmission ist deutlich länger, aber wir kriegen eine Scheißladung an Seelenkerne. Und wir haben 36.000
36.000, ich schaue in die richtige Richtung, ja, okay, 36.000 Amrita. Also, ich würde sagen, jetzt glaube ich, werden wir als nächstes Kapazität des Ninjutsu vielleicht noch ein bisschen erhöhen und dann weiter Ausrüstungsgewicht. Um Sondereffekte schwerer Rüstungen zu aktivieren, das können wir auch noch vielleicht mal machen. Aber wie dem auch sei, ich würde sagen, das war es erstmal für dieses Mal. Und wir sehen uns dann nächstes Mal weiter, wenn wir uns dem Boss dieser Zwielichtmission widmen. Wird es ein anderer sein? Ein anderer Boss? Vielleicht ein sogar ganz neuer Gegnertyp? Wer weiß, wir sehen es beim nächsten Mal bei Let's Play Nioh 2. Und bis dahin sage ich, tschüss, Leute.